Hiermit ist unsere 13. Demo eröffnet. Wir stehen hier für Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Wir sind selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt. Ich würde jetzt gerne bitten um Applaus für Polizei, aber ich sehe die noch leider gar nicht. Aber wir danken denen schon im Voraus, denn sie sind zu unserem Schutz da. Das heißt auch, wenn dann doch jemand stören möchte, bitte ich euch alle dann, sich an Polizei zu wenden, dass das Störer dann entfernt wird. Wir lehnen jegliche Gewalt ab und auch möchten keine Spaltung. Achtung, Achtung, das Freiheitsvirus ist in Mohat ausgebrochen. Es gibt natürlich noch ein paar Hinweise, die wir beachten sollten. Auf den Rand des Marktbrunnens darf man sich hinsetzen, aber nicht hinstehen. An allen Ecken, an dem Absperrband, da ist auch Mülltüte. Falls Müll entstehen sollte, bitte dann auch da reinwerfen. Wir müssen auch den Platz sauber hinterlassen. Wir haben auch Infotisch, die auch dann euch dann helfen können bei Toilettensuche. Und auch an den Absperrbänden gibt es Zettel, wo da die nette Toiletten oder öffentliche Toiletten einfach drauf verzeichnet sind. Natürlich ist das immer noch so mit diesen Abstandregelung, aber die Maximalzahl von Teilnehmern ohne Abstand und Maske beträgt 10 Personen, es sei denn, es handelt sich um Verwandte. Und auf dem Platz selbst müssen die Teilnehmer keine Maske tragen, solange sie die Abstände bewahren können und der Platz ist groß genug. Sofern die Abstände nicht bewahrt werden können, gilt mit den bekannten Ausnahmen die Maskenpflicht. Dasselbe gilt auch für die Fußgängerzone in der Innenstadt. Die Gehwege auf den beiden Seiten müssen frei bleiben für die Passanten. Und wir möchten auch keinerlei Angriffsfläche bieten und somit auch unsere weiteren Demos hier auf dem Marktplatz stattfinden können. Darum bitten wir auch, keine Fahnen und Symbole, die kritisch sein können, unterlassen. Ich wünsche uns, dass wir täglich mehr kritische, wachsame und selbstdenkende Herzensmenschen erreichen und somit eröffne auch die Bühne für unsere Sprecher und auch Moderatorin heute, die Sandy. Hallo, ja, wir haben ein tolles Programm heute für euch. Wir haben tolle Menschen geladen, die mit Wahrheit und Wissen uns die Angst nehmen wollen und es auch schaffen natürlich. Und jetzt haben wir als erstes hier zum Highlight das Trommelhaus Hall und den Reinhard mit seinem Dudelsack. Und die Marien mit der Gitarre. Erstmal viel Spaß! Thank you.
Trommelstück noch eine kurze Liedstrophe aus Guinea, Westafrika. Für alle, die jetzt kein Malinke können, die Übersetzung. Wir sind nicht eingeladen, wir kommen trotzdem. Die Welt gehört uns allen. Mit speziellen Grüßen nach Berlin. Anzukündigen, den ich immer noch nicht aussprechen kann. Genevieve und Luca,
zwei junge Damen, die über Ungerechtigkeit und Diskriminierung uns was hier erzählen wollen. Herzlich willkommen! Hallo, wie Sie sehen, stehen wir zum ersten Mal bei einer Demo auf der Bühne. Ich heiße Genevieve Spierhoff und neben mir steht meine wohlgeschätzte Freundin Luca Vittel. Wir möchten über die Diskriminierung und Ungerechtigkeit in der letzten Zeit reden. Was ist Diskriminierung? Wie fassen wir es auf? Warum sind wir Menschen nur anders, wenn wir uns dagegen wehren? Ich als Schülerin kann bezeugen, man wird mit großen Augen angestarrt. Vielleicht kennen Sie selbst diese Maulkorbträger. Vielleicht kennen Sie selbst, für diese Maulkorbträger sind wir Abschaum. Für die sind wir keine Menschen mehr, die auf die gute Regierung hört. Man sieht es direkt. Verachtung, pure Verachtung. Aber vielleicht verachten Sie uns nur deshalb, weil Sie Angst haben oder den Mut nicht aufbringen können, sich zu wehren. Dennoch, die Augen, der Blick, voller Hass, voller Verachtung. Man kann sogar sagen, pure Mordlust liegt in der Luft. Aber so etwas ist schwer zu beschreiben oder zu erklären, wenn man die Menschen so nicht kennt oder kennen möchte. Ich denke, das ist der Tiefpunkt, den die Regierung haben wollte, dass nur alle die Regeln befolgen, dass die Menschen ihre Menschlichkeit verlieren. Denn so aggressiv habe ich noch nie zuvor so viele Menschen gesehen, die sich gegen zwei Jugendliche aufrichten, sie dazu auffordern, Masken anzuziehen. Tja, meine Damen und Herren, das ist Luca und mir passiert schon mehrmals. Eigentlich sollte ich schon an solche Verachtung gewöhnt sein, bin es aber nicht, weil es für mich nicht menschlich ist. Ich würde jetzt gerne auch noch was anbringen, und zwar geht es um eine Frau, die die Menschen mit ärztlichem Attest als keine Menschen ansieht. Es gibt eine Frau in unserem Bus, die manchmal mit unserem Bus fährt, und die beschwert sich immer, dass wir zum Beispiel die Masken nicht richtig anziehen, oder auch die sagt zu den Leuten, die ihren ärztlichen Attest hat, ohne Maske reingehen, dass sie sich weiter nach hinten setzen sollen, weil sie Abstand braucht. Die Frau ist nicht alt, eigentlich so, und ja, ich finde es einfach nur bescheuert, was die da abzieht, so dass sie das so sagt. Ich habe auch noch eine Geschichte, das ist aber diesmal mit einem Busfahrer. Es war vor den Sommerferien, Mitte Juni. Ich bin im Bus eingestiegen, ohne Maske, da ich ein ärztliches Attest habe. Und bin dann zu meinen Freunden gegangen, da ist eine Zeugin. Und ich saß mich hin und dann erst ab der nächsten Bushaltestelle hat der Busfahrer mich angeschnauzt, dass ich eine Maske anziehen soll. Ich habe angebracht, dass ich ein ärztliches Attest habe. Er hat mit mir eine verdammte Minute drüber diskutiert, dass ich entweder eine Maske anziehen soll oder aus dem Bus rausgehen soll. Schwachsinn. Ach, er wollte es auch nicht hören, dass ich einen ärztlichen Test habe. nun ja, ich bin dann rausgestiegen, weil ich erstens keine Maske dabei hatte und mich sowieso nicht dazu zwingen lassen würde, eine Maske jemals anzuziehen. Meine Mutter hat nicht lange gefackelt und hat dann den Busfahrer angezeigt. Dann kam plötzlich ein Monat später unangekündigt die Polizei bei uns vorbei. Haben mich verhört, also ja, hat ihm meine Aussage aufgenommen. Und ohne Witz, der Polizist, der hatte verdammte 4 Sterne und hat mich einfach scheiße behandelt. Der hat mir gezeigt, dass er nicht auf meiner Seite steht, dass er mir nicht das Recht gibt. Er ist direkt auf der Seite des Busfahrers gewesen. Dieser Satz, der ist in mir verinnerlicht, den weiß ich noch immer. Er hat zu mir gesagt,
wenn es in meiner Ansicht so ist, dass der Busfahrer richtig gehandelt hat, entfällt die Anzeige. Ja. Meine Mutter hat dann auch nicht mehr lange gefackelt und hat dann den Polizisten angezeigt. Und ohne Witz, ich glaube, der Polizist hat so Feuer unter den Hintern bekommen, dass, glaube ich, einen Monat danach ich von der Polizei in Moorhart eine Post bekommen habe mit eine Broschüre, wo drauf steht, was tun als Opfer. Ja, und dann denke ich mir so, okay, man muss erst der Person Feuer unter dem Hintern machen, damit sie reagiert. Zum Schluss möchte ich noch gerne was anbringen. Vielleicht klingt es in Ihren Ohren kindisch, aber ich vergleiche gerade diese ganze Situation mit dem armen Märchen Robin Hood. Robin Hood war ein Held in seiner Zeit, dass er für uns, für das Volk gekämpft hat, für die Freiheit, für mehr Gerechtigkeit. Man hat sich gegen Prinz John aufgelehnt, gegen das Regime. Und ich sehe uns alle als Robin Hoods an, ja? Uns alle! Die für unsere Freiheit einfach kämpft. Wir lehnen uns gegen das Regime, gegen diese Regierung. Wie nennt man das, Luca? Gegen unsere unfähige Regierung! Dankeschön, das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss! Euer Applaus! Danke, danke für so viel Mut, so taffe Mädels. Echt super. Danke, ihr Süßen. Jetzt probiere ich das mal, ob das bei mir auch so gut funktioniert wie beim Nana oder bei Michael Ballweg. Ich sage Friede. Funktioniert, geil. Okay, jetzt kommt die Heike. Und zwar ist die Tanztherapeutin. Genau, die erklärt uns, wie man mit Toleranz und Respekt Brücken bauen kann zwischen unterschiedlichen Einstellungen. Schon spannend, ganz schön spannend. Heike, dein Mikrofon. Irgendwie brauche ich ein bisschen die Hände frei. Ich möchte mich ein bisschen bewegen können beim Reden. Ja. Genau so, klar. Also ich bin auch seit April maskenbefreit. Ich habe nicht einmal eine aufsetzen können. Und ich bin seit der ersten Demo hier in Moorhart dabei und habe auch einige Male bei den ersten Demos hier eine Herzmeditation gemacht. Und auch ich musste die letzten Wochen, Monate sehr viele Dinge erfahren, erleben im zwischenmenschlichen Umgang, zwischen Menschen mit Maske und Menschen ohne Maske. Und das sind ganz schön krasse Erfahrungen, die man da machen muss. Und deswegen habe ich mir mal Gedanken gemacht und untersucht, wo auch meine Aggressionen dann in dem Fall herkamen. Und darüber habe ich mir jetzt einiges aufgeschrieben, damit ich hier einen roten Faden habe. Jetzt ist mir es aber eine Herzensangelegenheit, dass wir auch über die Herzebene miteinander kommunizieren. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen, einen Augenblick dein Herz zu beatmen. Und wenn es dir möglich ist, dann schließe die Augen oder richte deinen Blick nach unten zur Erde vor deine Füße und lege eine Hand auf den Herzbereich. Ich mache dasselbe auch, damit ich innerlich etwas ruhiger werde. Und genieße die Stille. Atme durch die Nase tief und kräftig ein und langsam aus.
und lasse dabei gedanklich den Einatmen durch dein Herz einströmen. Und beim Ausatmen darf sich diese Herzkraft im gesamten Körper verteilen. Also mein Herz klopft ganz schön, das kann ich euch sagen. Also mein Thema ist heute Brücken bauen und damit meine ich die Brücke über den reißenden Fluss der Ängste. Die Brückenpfeiler dabei sind die Gedanken und Emotionen in jedem von uns. Um sie zu bauen bzw. zu stabilisieren, können wir unsere Gedanken lenken und Gefühle wahrnehmen und respektieren. Die Brücke selbst ist die Verbindung der Herzen, auf der wir uns begegnen. Und wenn ihr bei eurer Atmung bleiben möchtet, dann könnt ihr mit den Gedanken bei der Atmung bleiben und mit Aufmerksamkeit wieder hier auf den Platz kommen. Und es wäre auch sehr angenehm, wenn die Gespräche nicht unmittelbar hier an der Bühne sein würden, weil das lenkt mich auch ein bisschen ab. In einer Fortbildung habe ich mal gelernt, dass wir Menschen drei Gehirne haben. Das bekannteste ist ja das Kopfgehirn und dann gibt es noch ein Bauchgehirn, da haben sicher auch schon einige drüber gehört. Und dann gibt es noch ein drittes, nämlich das Herzgehirn. Und auf der natürlichen Art und Weise, also in der Natur funktioniert es so, dass der Kopf die Informationen bringt, der Bauch das Gefühl bringt und im Herz die beiden sich verbinden und das Herz dann über das Tun und das Handeln entscheiden darf. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal was über die Ängste erzählen. Es war mal so, dass bei diesen ersten Demos, da hat mal einer zu mir gesagt, sehr schön Heike, heute hast du das Wort mit A nicht ausgesprochen. Ich habe einen Moment lang gebraucht, bis ich drauf kam, was er meinte. Aber es ist ja so, dass die Ängste weltweit allgegenwärtig sind. Und ich bin der Meinung, dann muss man auch mal drüber reden können. Weil sonst schwabern sie ja immer nur durch die Gegend und beeinflussen die Menschen in ihrem Tun. Und ja, also es gibt verschiedene Arten von Ängsten. Zum Beispiel, was ganz groß hier im Moment vorherrscht, ist die Angst vor sozialer Ausgrenzung, vor Ablehnung. Vor Schuld wird sie eingeredet. Die Angst vor Fremdbestimmung und Manipulation oder auch die Konfrontation. Dann gibt es noch diesen Begriff der Existenzängste. Und unter Existenzängste wird überwiegend ist die Meinung, dass Existenzängste mit finanziellem Verlust verbunden sind. Aber ist unsere Existenz tatsächlich von Finanzen oder vom Geld abhängig? Das glaube ich nämlich nicht. Und vor allem im zwischenmenschlichen Gespräch ist die Existenz nicht wirklich bedroht. Also ich suche dann immer bei mir, wenn ich spüre, dass ich innen eng werde, dann merke ich, dass ich von der Angst in Besitz genommen wurde. Und dann mache ich mir bewusst, eben, was ist es eigentlich gerade, wovor ich Angst habe. Welche Angst wird bei mir angesprochen? Und dadurch, dass es mir bewusst wird, kann sich auch schon verändern. Ja, und dann
gehen wir mal weiter zu den Brückenpfeilern. Der eine Brückenpfeiler sind die Emotionen und die Gefühle und Stimmungen. Und da ist unsere Sprache ja eigentlich schon sehr deutlich. Gefühle wollen gefühlt werden. Gefühle sind meist auch in positive und negative Gefühle unterteilt, was eben das Nicht-Bewerten sehr schwer macht. Negative Gefühle sind zum Beispiel Ohnmacht, Wut oder Zorn. Und positive Gefühle sind Liebe, Freude, Glück. Und die meisten Menschen wollen mit dem Zorn und mit der Wut gar nicht in Kontakt kommen. Aber dann lassen wir, wo sollen wir hin damit? Wenn wir sie unterdrücken, dann sind wir wieder verspannt und eng. Deswegen wollen Gefühle gefühlt werden. Und auch hier können wir uns bewusst machen, Gefühle sind keine Fakten. Gefühle wollen nur gefühlt werden. Sie sind nicht gut oder schlecht und sie kommen und gehen. Gefühle sind Botschaften an uns, irgendwas verändern oder lernen zu dürfen. Und vor allem, du bist nicht das Gefühl, du erlebst das Gefühl. Gefühle und Stimmungen können wunderbar über den Körper wahrgenommen und auch ausgedrückt werden. Auch die Körpersprache begleitet uns immer auf einer unbewussten Ebene. Und das ist die, die eigentlich viel mehr vermittelt als die verbale Sprache. Ein lebendiger Umgang mit den Gefühlen ist auch erlernbar. Und der zweite Brückenpfeiler ist der unserer Gedanken. Wir denken fast pausenlos, überwiegend unbewusst. Unser Verstand plappert den ganzen Tag unkontrolliert auf uns ein. Und welche Gedanken und worüber es in uns denkt, das hängt stark davon ab, womit wir uns beschäftigen oder welche Information wir ihm geben. Damit wir einen Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen, ja, und somit können wir ein großes Stück Selbstbestimmung leben und als Beispiel für unsere Mitmenschen auch vorleben. Und hier steht und fällt Erfolg mit Selbstdisziplin und täglicher Übung. Und ich hatte jetzt eigentlich noch was vorbereitet über unser Herz, aber das ist sehr fachlich. Und das erspare ich uns jetzt, denn wir sind ja eigentlich über die Herzen in Verbindung gegangen. Ich habe aus meinem Herzen geredet und ihr habt euch mir aus eurem Herzen zugehört. Und deswegen haben wir hier die Brücke schon geschlagen. Und ich lese jetzt noch einen letzten Text vor. Das ist ein kurzer Text, den hat Nelson Mandela bei seiner Antrittsrede 1994 vorgelesen und der Text ist von Marianne Williamson. Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefgreifendste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer bin ich? Mich brillant, großartig, talentiert, fantastisch zu nennen. Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind dieser Erde. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtendes daran, sich so klein zu machen, dass andere um dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind alle bestimmt zu leuchten, wie es die Kinder tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz des Lebens, der in uns ist, zu manifestieren. Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch andere.
Und damit wir jetzt aus dieser Angst auch wieder rauskommen, kommt jetzt nochmal die Trommelgruppe. Und ich möchte euch einladen, die Trommler bei ihren Rhythmen mit euren Füßen auf der Erde zu begleiten und mit euren Händen und Armen euch zu bewegen. Denn nur über den Körper können wir auch die Ängste wieder rausbekommen. Und wenn ihr den Boden unter euch spürt, dann habt ihr die Sicherheit, dass ihr in eurem Körper, mit eurem Körper, hier in Sicherheit seid. Und ich gebe den Ring frei. Vielen Dank. Genau, und wenn ihr ein bisschen mit den Füßen wippt und aufstampft, dann wird euch auch ein bisschen wärmer. Klatschen hilft auch und ist nett für uns. Wir nehmen es als Applaus dann immer. Wir spielen noch ein Doppelstück für euch. Das erste Sofa hat nichts mit Couch zu tun, sondern ist ein Kraftrhythmus. Der zweite, Moribayasa, ist ein Wunschrhythmus. Und vielleicht mögt ihr zusammen mit unseren Trommelklängen eure guten Wünsche in die Welt schicken.
Mikrofon? Ja, ist da. Gut. So, jetzt kündige ich jemand an, den ich seit über 20 Jahren kenne, liebe und schätze, der mich und meine Kinder durch viele schwere Zeiten begleitet hat und immer für uns da war und immer ein offenes Ohr für uns hatte, uns immer Mut und Zuversicht und Liebe geschenkt hat, Dr. Wolfgang Scheel. Alte Metzger, wow, eine große Familie. Hier fühle ich mich wohl. Und die Abende nicht dabei sein dürfen. Ja, was ist das Wichtigste in der Familie? Die Kinder. Was unseren Kindern angetan wird, ist eine Katastrophe. Man versucht mich schon längere Zeit klein zu machen, mir die Zulassung zu entziehen. Jetzt hatte ich Besuch am Mittwoch vor einer Woche. So, da ging die Tür auf. 9 Personen, ein Staatsanwalt, ein Polizist, 2 Türbewacher, dass ich ja nicht weglaufen kann, und was war ich, ein Techniker und noch 9 Leute. Heute habe ich noch Bildzeitung gelesen, Deutschland ist ein tolles Paradies für Terroristen und Menschen, die sich um die Kinder kümmern, die werden derart wie Dreck und wie böse und wie Kriminelle behandelt. Es ist unglaublich. Man kann mich nennen, wie man will. Ich bin keine Konfession, ich bin in keiner Partei, ich bin frei. Ich bin frei, werde frei bleiben und mich kann niemand klein machen. Ich komme aus der DDR. Ich habe da auch Ideale gehabt und könnte sich vorstellen, wie ich da gekämpft habe. Und hier werde ich meine Ideale niemals aufgeben. Meine Ideale, eine vernünftige Zukunft, und unsere Kinder sind unsere Zukunft. Wir haben am letzten Mittwoch, und die müssen wir beschützen, nochmals beschützen. Wir haben am letzten Mittwoch vor der KV eine Demonstration gehabt, die war obergigantisch. Nochmal von hier aus vielen, vielen, vielen Dank allen, die daran beteiligt waren. Es ist unglaublich, was für tolle Menschen es auf dieser Welt gibt. Und wir lassen uns nie und niemals klein kriegen. Irgendein seltsamer Typ hat gemeint, wir müssen Masern ausrotzen. Ja, das passt gerade. Also Masern ausrotzen. Kinderkrankheiten sind keine Krankheiten zum Kuckuck. Wann wollen wir das begreifen? Der Körper spinnt nie. Der Körper ist ein Wunderwerk. Wenn irgendein Organismus sich eine Krankheit nimmt, ist das keine Krankheit, das ist Heilung. Wer meint, Kinderkrankheiten unterdrücken zu müssen, das ist aus meiner Sicht Verbrechen. In den 38 Jahren, die ich in Steinheim bin, habe ich vielleicht 5-mal, maximal 10-mal Masern gesehen. Und die waren immer völlig unkompliziert. Und jedes Mal hat das Kind oder haben die Kinder sich weiterentwickelt. Also die Probleme, die Krankheiten, die wir haben, sind Heilung und sind Chancen einer Weiterentwicklung. Jetzt kam irgendein Typ auf die Idee, müssen wir ausrotten. Jetzt ist er unglaublich, mit welcher Hysterie, mit welcher Gemeinheit, mit welchem Druck die Kinder unterdrückt werden, die Eltern unterdrückt werden. Wir haben in den letzten Monaten jeden Tag hunderte Mails, hunderte Briefe, das Telefon stand nicht still, aus ganz Deutschland. Weil kaum ein Kinderarzt den Eltern die Angst, die wir Kinder haben, berechtigt Angst, weil Familienprobleme sind und weil sie Angst haben vor Impfen. Jede Impfung ist immer eine Belastung. Impfen ist konkrete Körperverletzung. Bewusste Körperverletzung. Kein Kinderarzt der Welt kann sagen, dass er nicht weiß, dass Impfung Belastung ist. Keiner. Also nochmal, ist jede Impfung eine bewusste Körperverletzung. Und wenn dann die Eltern ihre Kinder nicht impfen wollen, werden sie aus den Praxen rausgeschmissen. Leute, die Kinderärzte schmeißen die Eltern
aus der Praxis raus, beschimpfen sie, setzen sie unter Druck. Nur weil sie Kinder nicht impfen wollen, werden sie aus der Praxis geschmissen. Wo leben wir denn? Das nennt sich freiheitliche Demokratie. Wo leben wir denn? Das Mittelalter kann nicht schlimmer sein. Kinderärzte, wo seid ihr? Kinderärzte, wo seid ihr? Wieso müssen alle aus ganz Deutschland zum Schäl fahren, dass ihr Hilfe bekommt? Wo seid ihr? Ich möchte euch munter machen, so geht das nicht. Und nur sagen, ja, ich bin gegen Impfung, nichts tun, das reicht auch nicht. Wir müssen unsere Kinder schützen, das werden wir. So, und nachdem wir körperlich insgesamt völlig down waren und dann das gar nicht mehr geschafft haben, haben wir dann einen Stempel herstellen müssen, Annahme verweigert. Wir haben die Briefe mit einem Herzversehen zurückgeschickt. Wir haben es einfach nicht mehr geschafft und unser Herz hat geblutet. Und da haben unsere Freunde gesagt, ja, Bescheinigungen sind auch keine Lösung. Wir müssen jede Eltern, wir müssen alle gemeinsam nicht ausweichen, sondern aktiv was tun. Man könnte zum Beispiel zum Gesundheitsamt gehen, Termin beim Chef und ihn angucken. Sie wollen, dass mein Kind geimpft wird. Das finden Sie gut. Da möchte ich von Ihnen jetzt und sofort eine Bescheinigung, dass das Impfen keinerlei Schaden bedingt. Nein, das geht nicht. Aha, Sie wollen mich nötigen, dass ich meine Kinder dieser Riesengefahr aussetze, einer schweren Schädigung. Wollen wir zur Polizei gehen oder gleich zum Gericht? Was wollen wir denn? Also wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Und dann wird behauptet, ja, Impfkomplikationen sind ja ganz selten. Die Zahlen, die kursieren, sind witzig. Genauso blöd wie die Zahlen von Corona. Genauso lächerlich und dumm und verblödend. Also weder das Robert-Koch-Institut, noch die Ärzte, die zum Impfen drängen, noch die Pharmaindustrie wird jemals zugeben, dass Impfungen Belastung sind. Also die Zahlen sind völlig lächerlich. Und da musste ein Institut dann doch die Zahlen preisgeben und dann hat sich herausgestellt, dass in wenigen Jahren 50.000 schwere Impfschäden sind und davon die Hälfte nochmal extrem schwer. Und das Wesentliche, sie mussten zugeben, dass das nur 5% der tatsächlichen Zahlen sind. Also die meisten Probleme der Impfung werden verschwiegen und sie werden gar nicht dargestellt. So, jetzt für Sie, für Eltern, also es ist ganz einfach, Sie sind auf der Siegerstraße, warum? Wir haben ein Grundgesetz, die Würde des Menschen ist nicht, die Würde des Menschen ist, halb, ist heilig und nicht antastbar. Grundgesetz, erstens. Zweitens, wir haben das Recht der Selbstbestimmung, die Kinder sind nicht die Kinder des Staates, abgesehen wie erst der Staat sind wir, die Kinder sind unsere Kinder. Sie haben das Recht auf Selbstbestimmung. Sie haben das Recht zu Schutz vor körperlicher Unversehrtheit. Sie haben das Recht, sich zu wehren, weil es gar kein Maß an Einzelimpfstoff gibt. Gibt es gar nicht. Wenn man gegen Masern impfen will, kann man nicht damit dreifach Impfstoff kommen. Sie haben das Recht, sich zu wehren, weil jede Impfung immer eine Belastung ist. Sie können dann einfach den Typen, die Sie drängen wollen, in die Augen sehen und sagen, ja, selbst wenn es nur ein einziges Kind auf dieser Welt gäbe, was eine Komplikation nach die Impfung hätte, wenn es Ihr Kind wäre, stellen Sie sich vor, Ihr Kind hat einen schweren Schaden und Sie müssten mit Ihrem Kind dann lebenslang nicht diesen schweren Schaden ertragen. Ist das toll? Wird wahrscheinlich keiner wollen. Die sitzen irgendwann am Schreibtisch und sehen nur eins, Impfen ist gut und das Schäden und die Impfgegner sind Verbrecher oder sonst was. So geht das nicht. Wir müssen sie munter machen, wir müssen sie wachrütteln. Ich überlege mir ja auch, wieso viele Menschen träumen, schlafen, für 5G sind und impfen sind. Ich habe mir lange überlegt, wie das sein kann, durch die Ernährung, dass sie verstopft, verkalkt sind, nicht mehr denken können. Ich glaube, die Menschen sind so fertig, dass sie einfach so energetisch kaputt sind, dass sie gar nicht mehr denken können und dann eben auf Motivation, wenn wir mit ihnen reden, aggressiv werden. Wenn sie irgendeine Frage haben, was wirklich stimmt, dann können sie darüber nachdenken, dass wir verblödet werden. Der Herbst soll eine Grippe machen. Glauben Sie wirklich, dass der Herbst eine Grippe macht? Ich glaube das nicht. So, gab es einen Pfarrer Kneipp, der hatte Tuberkulose, angeblich unheilbar.
Er wollte sich das Leben nehmen, ist ein eiskaltes Wasser gesprungen. Jemand hat ihn gerettet, seine angeblich unheilbare Tuberkulose war weg. Das heißt, der Kältereiz über die Haut hatte die Reserven des Körpers mobilisiert und er war gesund. Das heißt, der Herbst ist nicht Ursache für krank zu werden, sondern eine Möglichkeit, das Immunsystem zu trainieren. Es kommt. Es kommt eine Grippewelle, da kommt eine Welle, da kommen Viren und die Medien verkünden das. Das kommt zu uns ins Schlafzimmer und da wäre ich krank. Also so ein Blödsinn. Oder Krankheitsreger machen krank. Unsinn. Ich habe 50 Jahre mit kranken Menschen zu tun. Mich hat noch nie jemand krank gemacht. Mich wird auch keiner krank machen. Niemals. Niemals der Reger. Das Milieu ist das Thema. Das weiß jeder Arzt. Das haben wir während der Ausbildung tausendmal gehört. Nicht der Erreger, nicht die Mikrobe, das Milieu, der Zustand der Menschen, das Thema. Völlig klar. Und wenn die Menschen irgendwo in Asien dann Hunde töten und die toten Tiere als Leiche da irgendwo auf den Märkten liegen, dann unhygienischerweise man diese Dinge isst, klar ist das Immunsystem belastet. Wenn irgendwo Krieg ist und die Leute seelisch, geistig, sozial völlig am Ende sind, kann ihr Immunsystem nicht in Ordnung sein. Wenn man hier im kapitalistischen System die Menschen kaputt macht und unsere Lebensgrundlage, Wasser, Erde, Licht, Luft zerstört, kann man nicht gesund sein. Und wenn man meint, die Probleme des Kapitalismus, Gier, Börse und immer mehr, immer weniger wollen, immer reicher werden und die Masse verarmt, das mit Impfen wegschieben zu können. Man kann die Probleme des Systems mit Impfen nicht lösen. Und da müssen wir langsam endlich wirklich munter werden. Was haben wir erlebt, als Lockdown war, wie die Natur sich innerhalb von kürzester Zeit erholt hat? Blauer Himmel, saubere Luft. Können wir denn nicht einfach lernen, dass wir aufhören, unsere Natur kaputt zu machen und uns selbst auch? Wir müssten einfach eine neue, bessere Welt aufbauen. Weiter zu der Verblödung. Es wird behauptet, dass Pollen Heuschnupfen machen. Glauben Sie ernsthaft, dass die Natur krank machen soll? Und die Experten behaupten, ja, Pollen machen krank und dann vertiefen sich in den Unsinn und gucken dann, welche Blutbilder verändert sind. Niemals machen die Pollen krank. Ohne Pollen gäbe es kein Leben. Es hat mit uns Menschen zu tun. Niemand und nichts ist gegen uns, außer wir selbst. Der Mensch ist ein Wunderwerk. Er spinnt nie. Wenn dann die Ärzte meinen, Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, dann spinnt der Arzt, aber nicht der Körper. Wenn ich hektisch bin und die Schilddrüse mehr leisten muss, wird die natürlich größer und findet der Arzt erhöhte Schilddrüsenwerte. Wenn ich verkrampft bin und die Drüse den Inhalt nicht freigeben kann, findet der Arzt erniedrigte Schilddrüsenwerte. Also nochmals, der Körper spinnt nie. Wir müssen mit uns gut umgehen. Nachher erzähle ich noch ein bisschen was, wie Sie ein Leben lang ab heute gesünder werden können. So Corona, Heidewitzka, es ist nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Irgendein Erreger kommt von China nach Europa, dann nach Deutschland, dann nach wohin auch immer, welche Stadt, dann in mein Bett und dann werde ich krank. Es ist eine Riesensauerei, dass die Medien rund um die Uhr Hirnwäsche machen, die Leute verblöden und mit Angst krank machen. Die Angst macht sie krank. Die Angst macht sie krank. Es ist unverschämt. Wo sind die Ärzte? Wo sind die Ärzte, die sagen, wo sind sie? Die sagen, nein, die Erreger machen niemals krank, die Angst macht sie krank. Wer erlaubt sich, den Menschen Angst zu machen? Wer erlaubt die Menschen mit Angst zu blockieren? Wer erlaubt damit, mit der Angst die Nieren kaputt zu machen? Wenn die Niere kaputt ist, sind sie energetisch schlecht drauf. Allein durch die Angst sind die Leute so energetisch schlecht drauf, sie können gar nicht gesund sein. Es ist unverschämt. Der liebe Gesundheitsminister, den ich besonders liebe, der jammert, ja, er habe Corona nicht erfunden. Aber er könnte weltweit was erreichen. Er könnte sagen, die Medien bekommen endlich einen Maulkorb. Die Medien einen Mund-Nasen-Schutz. Dass sie endlich mal aufhören, rund um die Uhr Angst zu streuen, Blockaden zu setzen, die Menschen noch kränker zu machen, als sie jetzt schon sind. Wie wäre es denn, wenn die Medien die Menschen sagen, ihr könnt gar nicht krank werden, wenn ihr mit euch gut umgeht. Gute Haltung, keine Blockade, keine Anspannung, bewusst atmen.
gesunde Ernährung, Ziele haben, raus aus den negativen Emotionen, Bettstelle klären und. Wie einfach wäre es, gesund zu sein. So, und wir erwarten von den Medien, dass sie das tun. Nochmal zur Klugheit unserer Ärzte. Wie nennt man das Ding da? Stethoskop. Mikroskop heißt, man sieht etwas. Ich habe in dem Ding noch nie irgendwas gesehen. Ich kann damit auch nichts sehen. Das heißt, irgendein besonders Schlauer hat das Stethoskop genannt und alle anderen Schlauen plappern das unkontrolliert nach. Also irgendeiner behauptet, Coronaviren machen krank und alle plappern das unkontrolliert nach. So klug ist diese Welt in einer Zivilisation. Ich schäme mich massiv. So, dass wir zwischendurch ein bisschen erholen, wenn ich weitermache, machen wir auch ein schönes Tänzchen. Ich komme öfters zum Tanzen. Juhu! Schön, schön, schön. Also, da ging die Tür auf in der Praxis und da kamen dann 9 Menschen, Staatsanwalt und Polizei und wie ich habe schon erzählt. Und ich wäre enttäuscht gewesen, wenn es nur 3 gewesen wäre, das wäre ja unter meiner Würde. Also, scheinbar ist das Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und wenn ich denke, wie viele wenige Pflegekräfte wir haben und wie unsere Straßen und unsere Zustände in diesem Land sind, ich denke, man könnte die Menschen doch irgendwie anders einsetzen. Und die meinten dann, irgendwas zu suchen zu wollen und irgendwas bei mir zu Hause auch. Also ich habe nichts, hallo Herr Staatsanwalt, hallo Herr Richter, ich habe nichts zu verstecken, ich habe nichts zu verheimlichen, ich stehe zu dem, was ich tue, ich bin stolz drauf, das, was ich tue. Es ist nur dramatisch, dass die Menschen aus ganz Deutschland, aus allen Bundesländern 7-8 Stunden zu mir in die Praxis fahren mussten und allen möglichen Kinderärzten vorbeigefahren sind. Es ist ja nicht zu glauben. Wo seid ihr Kinderärzte? Bitte werdet munter. Wo seid ihr? So, und jetzt zur Impfunfähigkeitsbescheinigung. Die meinten, dass ich dann Urkundenfälschung mache. Da gab es eine tolle Journalistin, die im ZDF, Frontal 21, das ist so eine Reisersendung, dann eine Sendung gemacht hat, die rechtlich also schon sehr bedenklich ist. Die hat eine Sendung gemacht im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen, dass wir unter Druck finanzieren und mit Lügen. Also die Bundestagsabgeordneten haben dann dieses Gesetz, das Maßnahmenschutzgesetz, diskutiert. Da gab es einen Rudolf Henke in Deutschland, der Macht hat, hat sich hingestellt, wenn die Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen, kommen wir mit der Polizei, nehmen den Eltern Kinder weg, gehen ins Gesundheitsamt und machen eine Zwangsimpfung. Das in Deutschland. Nur überlegen. Da habe ich denen einen bitterbösen Brief geschrieben. Da war wirklich nicht sehr nett, hat geschrieben, hat ein Bart, dass er sich hinter einem Bart versteckt, hat eine Brille, dass er keinen Durchblick hat, hat einen bösen Brief geschrieben, dass er auch reagiert. Und er hat reagiert, zwei Seiten Brief zurückgeschrieben und hat sich wieder vom Bundestag hingestellt, es gibt keine Zwangsimpfung, es gibt auch keine Impfpflicht. Die Impfung gegen Masern ist definitiv freiwillig. So, dann hat diese Journalistin im ZDF eine Sendung gemacht, Impfpflicht wie die oder Schutz gegen Masern, wie die Impfpflicht boykottiert wird. Also in krimineller Art und Weise hat die Frau eine Sendung gemacht über ein Thema Impfpflicht, was gar nicht gibt. Ist ja schon mal kriminell. Dann hat sie mir unterstellt, dass ich Urkundenfälschung mache, was ja auch total Lüge ist. Dann hat sie den Impfgegner unterstellt, dass sie eben mit Angst ihr Ziel erreichen wollen. Das ist auch Frechheit ohne Zehn. Also die ganze Sendung war definitiv rechtlich, also sehr neben der Kappe. Und dann kam dann eben, das war der Auslöser, dass der Scheel jetzt nun im Visier ist. Für sie jetzt, wer seine Kinder impfen will, sie können sich selbst eine Impfunfähigkeitsbescheinigung ausschreiben. Sie selbst. Kein einziger Mensch auf der ganzen Welt garantiert Ihnen, dass die Impfung kein Schaden ist. Also Umkehrschluss, kennt von Ihnen irgendjemand, der impffähig ist?
Ich kenne niemanden. Ja, den sollte der. Ja, der ist dagegen Grippe geimpft und wie sie gemerkt haben, ist er krank geworden. Ja, 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 so. Sollte beide Impfungen gleichzeitig erleben. So, jetzt ist es tatsächlich so, dass die Situation eskaliert. Sehr viele, gerade ältere Menschen, haben wirklich Angst, krank zu werden, haben Angst, durch Corona zu sterben. Und das wird ja immer zunehmend aggressiver, dass Jugendliche, die keinen Mundschutz tragen, dann um ihr Leib und Leben fürchten müssen. Ich denke, wir müssen den Menschen helfen, gerade die Angst haben. Und es gibt keine Risikogruppe. Also wenn ich überlege, ich bekomme von der Stadt Steinheim immer wieder mal eine Einladung zum Seniorentreffen. Ich lache mich krumm und schief, weil ob ich lachen soll oder heulen soll, ich soll zum Seniorentreffen. Also ich werde mit 72 und mit 80 und mit 90 immer noch nicht zur Risikogruppe gehören. Es hat mit uns was zu tun. Wenn die Menschen ihr Leben lang gegen sich geklebt haben, ihr Immunsystem auch mit Ernährung belastet haben, dann ist es ein Thema, was mit ihnen zu tun hat. Vielleicht auch für Sie zur Motivation. Wenn ich mit 72 Kopfstand kann, kann ich auch mit 100 noch. Nur als Motivation, was ich damit sagen will, Gesundheit heißt seelisch, kann man weise werden, geistig klüger. Sozial kann man auch in diesem Chaos klarkommen und körperlich kann man fit bleiben. Also die Suggestion, wenn man schon 40, jetzt geht es wieder bergab, niemals. Also einfach wichtig ist, dass Sie mit sich gut umgehen und dass Sie in guter Energie sind, dass Sie an der Erschaffung einer besseren Welt beitragen. Also gute Haltung, ganz wichtig. Keine Blockade, das blockiert 70% der Gesundheit. Keine Anspannung, bewusst atmen. Die meisten Menschen atmen so schon viel zu schlecht, da müssen wir noch mit Masken unsere eigene Ausatmen, Luft wieder einatmen. Katastrophe. Gesunde Ernährung, die Nahrung verwerten. Gute Durchblutung, kein Lymphstau. Das wissen die meisten Menschen nicht. Die schwimmen heute zwischen den Fingern und Zehen, sind die Reflexzündpunkte des Lymphsystems. Und die meisten sind da gestaut, das heißt, sie sind im Bindegewebe verstopft, wie auf der Autobahn. Tolles Auto, tolle Autobahn, nützt nichts, wenn man Stau steht. Da kann man dann Lymphdrainage machen. Gesunde Ernährung, Nahrung verwerten, Ziele haben, Bettstelle klären, wie auch immer. Und ganz wichtig, keine negativen Emotionen. Angst belastet die Niere, Sorgen belastet den Magen, Traurigkeit die Lunge, Frust die Galle. Und da kann man dann mit Akupressur viel machen. Wo die Augenbrauen anfangen, das ist der Blasenbereich, der mit Unsicherheit was zu tun, da können wir dann Akupressur machen. Ich liebe, akzeptiere mich trotz der Unsicherheit, ob die Welt, die neue Welt, die vor der Tür steht, demnächst kommt. Ich lasse jetzt sofort die Unsicherheit los, ersetze durch größte Sicherheit die Welt, die neue Welt steht vor der Tür und wird kommen. Das ist Galle Frust, das ist Magensorge. Ein Meisterpunkt ist die Oberlippe. Wird der Stress reduziert, mit dem Punkt werden alle Meridiane aktiviert, unterdrückte Emotionen, ihre Ängste, Bauchspaltdrüse, Selbstwertgefühle und so weiter. An der Hand kann man dann, das ist der Lungenpunkt, Traurigkeit, kann man so Switching machen. Ich möchte Ihnen versprechen, aus Dankbarkeit, dass Sie hier sind, wir haben eine Mail schicken, schicken die ganzen Unterlagen naturheilkundlicher Art. 6 Seiten, die man Gesundheit machen kann, die Akupressurpunkte, die Reflexzone, also quasi die ganze Naturheilkunde. Mein Traum ist, dass die Menschen unsere Ärzte gar nicht brauchen, dass die Menschen mit sich gut umgehen und aus einer guten Energiesituation heraus eine bessere neue Welt aufbauen. Und das geht ganz einfach. Ich mache morgens 1,5 Stunden für mich. Ich habe versprochen, bis 100 noch in der Praxis sein, also mal was tun. Sie brauchen keine 1,5 Stunden, 10 Minuten genügen. Allein wenn man die Hände reibt, wird 2-mal der ganze Körper gesund gemacht. Freude, Freude, Freude. Wenn man die Ohrläppchen massiert, wird 4-mal der Kopf, Hypophyse aktiviert und die aktiviert 4-mal alle Körperfunktionen. Stresspunkt haben wir schon genannt. 5% in das Bewusstsein, das meiste läuft unbewusst ab. Kann man mit dem Punkt programmieren, das Unterbewusstsein. Ich will topfit sein, ich werde topfit sein, spüre, wie es Tag besser wird. Es gibt keinen Grund, es nicht zu wollen, es wird was auch immer. Dann ganz, ganz wichtig, es ist nicht zu glauben, seitdem es Menschen gibt, seit Menschheitsbedenken, gibt es eine Handvoll Leute, die uns beherrschen.
Königreichs was erleben. Eine Handvoll Leute meint, uns beherrschen zu können. Wichtig, wichtig. Wir sind so programmiert, dass wir was wollen. Sagt die eine Hirnhälfte, na klar. Und die andere sagt, ich darf gar nicht. Ich auch, wir alle wollen was. Und die andere Hirnhälfte sagt, ich darf gar nicht. Und das nenne ich dann Ethokinesthesie. Einfach dann die rechte Hand aufs linke Knie, ein paar Mal hin und her, wird die Hirnhälfte spinnend integriert. Ganz wichtig. Nochmal, weil es so wichtig ist. Wir wollen was und wir selbst steuern mit der einen Hirnhälfte dagegen. Ich darf ja gar nicht, ich bin ja nur Untertan. Und damit wird die Hirnhälfte spinnend integriert. Also mit den vier Dingen kann man alles erreichen. Vorstellig sein soll. Die Kräfte, unsere geistigen Kräfte sind unbegrenzt. Immer wieder die Energie ins Pult zu stecken. Unbewusstsein, Blockaden löschen und dann keine negativen Emotionen. Die Erde ist traumhaft, Paradies. Wir können die absolute Einheit Pflanzen, Tiere, Mensch sein. Wir können das Paradies auf Erden schaffen. Das steht vor der Tür und ich freue mich, dass Sie dazu beitragen. Nie aufgeben, nie locker lassen und morgens aufstehen. Ein neuer Tag und 24 Stunden Zeit, dieses Ziel zu erreichen. Super, super, super. Alles Gute. Weil er so viel Liebe ausstrahlt. Alle Kinder lieben ihn. Und alle Menschen und Kinder, die ihn nicht kennenlernen durften in ihrem Leben, haben mein tiefstes Mitgefühl. Ganz wirklich. So, meine Tochter, die kleine Tänzerin, die hier noch so rumtanzt, ist meine Enkelin. Meine Tochter möchte gerne noch was sagen. Sie kennt ihn auch vom ersten Tag ihrer Geburt an quasi. Möchte unbedingt noch was sagen. So, bitteschön. Wir haben jetzt noch hier ein kleines Dankeschön für den Dr. Scheel. Ja, hier. Für ihn und seine Frau, natürlich für seine Frau, gell, auch ein Röschen. So, vielen, vielen Dank, lieber Herr Dr. Scheel. Jetzt muss ich noch schön sagen, wir haben hier den Infotisch, den meine große Tochter betreut. Nein, Schatzi, nein, 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 du darfst mir nicht das Mikrofon klauen. Da haben wir ganz tolle Sachen von Michael Ballweg, wo drauf steht, aus sonstigen Gründen man die Maske verweigern darf quasi. Und vom Scheel haben wir natürlich auch Flyer auslegen von der Beate Bahner. Dann für Nichterteilung für den PCR-Test an Schulen. Bitte geht zum Infotest, zum Infostand und nehmt es mit. Hilfe zum Einkaufen ohne Attest haben wir was ausliegen. Also der ist gut bestückt, der Infostand. Meine Tochter hilft euch auch allen und gibt Ratschläge. Also nehmt es gerne bitte an, die Informationen. Und wenn ihr irgendwelche Nazis oder Reichsbürger oder Aliens seht, vor denen wir euch beschützen sollen, wendet euch getrauenvoll an uns. Wir helfen euch gerne dabei. Ihr habt keine gesehen, Nazis, oder? Genau. So, jetzt will noch der Reinhard und die Mama von Louis Manu, die Claudi, ganz schnell noch was sagen. Bitte schön. Hallo Mohart, hallo. Ihr seid toll, ihr habt lang durchgehalten, es sind immer noch viele da. Und ich möchte mich an den Wolfgang seine Worte kurz anschließen. Meine Frau Sigi und ich waren in Berlin auf der Demo. Und da ist die Sigi hinter mir mit jemand hergelaufen und da sagt der, Mensch, dein Mann, der muss eine Jacke anziehen, der wird ja krank. Und dann sagt sie, nee, nee, der wird nicht krank, da brauchst du keine Angst haben. Und dann sagt er, ach, wenn der mal im Mai-Alter kommt, dann erwischt's ihn auch. Sagt sie, wieso, wie alt bist denn du? Ah, 47, sagt er. Ja, ich bin jetzt 65, bin unkrankbar und ich kann euch allen empfehlen, den Ratschlägen vom Dr. Scheel nachzugehen. Mohart heißt, dass Mohr an der Mur liegt, morgens aufstehen, in die Mur gehen, im Winter ist es dunkel, da sieht es niemand, könnt ihr nackig reinspringen, nur ganz kurz, der Körper kriegt einen Mega-Impuls und ihr seid unkrankbar. Er hat vollkommen recht, ich bin der lebende Beweis dafür. Ja, mein Name ist Reinhard Müller und seit 32 Jahren lebe ich vom Kabarett und von der Musik. Und seit März habe ich keine Einnahmen mehr. Es ist alles storniert worden fürs ganze Jahr, werde dieses Jahr auch nichts mehr einnehmen. Das ist schlimm, aber viel schlimmer ist für mich, wie viele Menschen hier in Deutschland vor sich hinpennen und nicht erkennen, was los ist. Und auf den Demos werden super Reden gehalten, so wie gerade eben vom Dr. Scheel. Es wird ein riesiges Wissen vermittelt und es fällt immer auf fruchtbaren Boden, nämlich die, die sich versammelt haben, wollen das hören.
Aber die, die sich nicht versammelt haben, die hören es nicht. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, wie geht es an diese Menschen raus? Und dazu habe ich ein Gespräch entwickelt. Und dieses Gespräch möchte ich euch kurz vermitteln. Und zwar geht es folgendermaßen. Ich kann jeden x-beliebigen Menschen ansprechen. Mit diesem Gespräch klappt das immer. Ich sage zu den Menschen, guten Tag, Entschuldigung, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber wo haben Sie eigentlich so Ihre Informationen zu Corona her? Alle sagen, heute Tagesschau, ZDF, ARD. Ganz entscheidend, jetzt sage ich an der Stelle, ja, ich auch. Aber jetzt hat mir da einer was gesagt. Das heißt, jetzt fällt es mir nicht ein, kleinen Moment, ich schaue mal nach. Ah ja, genau, das heißt Telegram. Und zwar, das ist sowas wie WhatsApp. Kennen Sie doch, oder? Kennt jeder. Kennen Sie doch. Bloß, der Server steht in der Schweiz, ist nicht zensierbar. Ist kostenlos runterladbar und meine Tochter hat mir da eine Karte gemacht, wo zwei QR-Codes drauf sind. Sie können sich's runterladen, stehen auch ein paar Seiten drauf. Wenn Sie sich das anschauen, das ist der Hammer, was in Wirklichkeit abläuft. Und hinten habe ich noch ein paar Seiten drauf, nämlich www.Ärzte für Aufklärung, www.Anwälte für Aufklärung, www.Lehrer für Aufklärung. Jeder, absolut jeder will diese Karte haben. Warum? Das erkläre ich euch jetzt. Wenn ich jemand vorsichtig anspreche, ich könnte ja auch sagen, er steht neben mir am Regal, ich suche Käse raus, er sucht Wurst raus, ich sage zu ihm, sag einmal, was hast denn du für eine Windel im Gesicht? Ha, du kannst ja nicht ganz sauber sein. Ha, wenn ich einmal mein Hirn verstecken will, verstecke es bei dir, das sucht kein Mensch ein Hirn. Aber wenn ich das so mache, dann macht er zu. Nein. Wenn ich ganz vorsichtig frage, dann löse ich bei ihm aus, dass er mir helfen will. Und er sagt mir, wo er seine Informationen her hat. Und jetzt bestätige ich ihm, genau, da habe ich sie auch her. Das heißt, wir sind jetzt auf einem Level. Ich erzeuge ein Wir-Gefühl. Und jetzt erzähle ich ihm das von der Karte. Und da löse ich bei ihm aus, wow, der weiß mehr wie ich. Und jetzt will der die Karte haben. Und jetzt ist er gierig auf Neues. Man sagt auch neugierig dazu. Und jetzt kommt er heim und er nimmt die Karte und er legt los. Ihr werdet jetzt jeder gleich solch eine Karte bekommen und denkt dran, wie das Gespräch geführt wird. Führt genauso, es führt zum Erfolg. Ich kriege immer wieder Feedbacks aus ganz Deutschland. Es sind inzwischen jetzt fast 15.000 Karten von mir verteilt worden. Und ihr sollt jetzt die Karte, die ihr bekommt, danke, vielen Dank. Ihr sollt die Karte, die ihr bekommt, nicht gleich dem Nächsten geben. Nein, ihr sollt ins Internet gehen aufgrund der Karte. Und zwar auf, helfe mal, Claudi, auf wo findet man die Karte? Gewährdenken 702. Und dort könnt ihr anklicken und könnt dann die Druckdatei, ihr seht, ich bin ein bisschen computerdement. Ja, also die Druckdatei könnt ihr runterladen und könnt sie dann bei einer entsprechenden Firma, zum Beispiel Flyer Alarm, reinladen. Und 10.000 solche Karten kosten 70 Euro. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, weil wir müssen jeden gewinnen, so viele, wie es nur geht. Es laufen jetzt gleich zwei, drei rum und verteilen die Karten und jeder von euch soll auf jeden Fall so eine Karte mitnehmen. Ja, das ist das eine, wie spreche ich Leute an. Und jetzt möchte ich kurz über das Gespräch sprechen. Wenn Menschen miteinander sprechen, da brauche ich noch eine Minute dazu. Tätet ihr zwei bitte mal raufkommen. Wir sind ein bisschen schüchtern. Die kriegen einen ganz kräftigen Applaus. Danke, du bist die Franziska und die Caroline. Also nehmen wir mal an, ich bin auf dem Markt. Ich komme mal bitte hierher zu mir. Nehmen wir mal an, mal hierher kommen. So. Ich bin auf dem Markt irgendwo und dann stehen die zwei da und dann komme ich dazu und sage, Mensch, ich habe mich doch kürzlich Trommeln sehen, was spielst du für Trommel? Und dann erzählt sie mir, ja, ich spiele Djembe und was spielst du für Trommel? Ja, ich spiele Basstrommel und so. Und jetzt schaut mal, hier sind etwa 40 Zentimeter, hier sind 40 Zentimeter, hier sind 40 Zentimeter. Und wenn ihr jetzt stehen bleibt, alle und euch mal umschaut, sind immer 40 Zentimeter zwischen den Menschen. In Mitteleuropa.
In Japan ist dieser Abstand größer. In Amerika ist dieser Abstand enger. Die stehen so zusammen. Und in Italien, in Sizilien, da ist er ganz eng. Ja, die sprechen ja mit den Fingern. Und jetzt zeige ich euch, was passiert. Was wird von uns verlangt? Was für ein Wahnsinn. 1,50 Meter. Bitte mach mal einen großen Schritt zurück und du auch einen großen Schritt zurück und ich auch. So, und jetzt stellt euch vor, wir treffen uns am Markt. Jetzt sage ich, hey du da drüben. Ja, du, genau. Du, ich habe gesehen, du spielst Trommel. Was spielst denn du für eine Trommel? Jetzt frage ich euch, kann man sich so noch unterhalten? Nein. Und mit diesem kleinen Rollenspiel, vielen Dank, das war's. Danke, danke. Gebt ihnen einen Applaus. Mit diesem kleinen Rollenspiel will ich euch zeigen, was von uns verlangt wird. Und jetzt könnt ihr euch Gedanken machen, was damit erreicht werden soll. Nämlich, dass wir uns trennen und nicht mehr im Gespräch sind. Ich danke euch, dass ihr mir das Ohr geliehen habt. Die Karten gehen rum. Eine schöne Woche. Jetzt kommt Musik. Danke. So, das wird jetzt hier eine völlig ungeplante Aktion. Meine Stimme ist auch wieder ein bisschen erholt bei so viel guter Energie. Und wir haben jetzt, der Emil hat den Daniel gefragt, ob er das nächste Lied mitbegleiten will, die Ria. Und der Wolfgang, die sind auch mit dabei. Und schön, also eine verbindende Aktion. Das ist genau das, was das Immunsystem stärkt und was einfach gut tut. So, die eingefleischten Mohater, die kennen das schon. Der Text ist relativ einfach. Ich wiederhole ihn auch jedes Mal zweimal. Also von dem her, wer Lust hat, kann gerne mitmachen. Bist du noch nicht drin? Hörst du deinen Verstärker auf? Nur noch um Stunden handeln. In der Zwischenzeit erzähle ich euch noch was. Ich habe vorhin was zu dem Lichterzug gesagt. Da ist mir was eingefallen. Ihr kennt alle das Lied, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir, oder? Oder ihr kennt das andere, mein Licht ist aus, ich gehe nach Hause. La bimmela bammela bumm. Also noch sind hier die Lichter aus, aber vielleicht tragt ja die Idee von dem Lichterzug in allen Städten weiter. Das könnten wir echt gebrauchen im November. Viele, viele schöne Lichterzüge. Und der eine Text geht, mein Licht ist aus, wir gehen nach Hause. Muss ich gleich nochmal drüber nachdenken, wie mir da einfällt. Wer kennt denn noch ein Martinslied? Helft mir mal bitte, ein ganz berühmtes. Das war's, genau. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne und da unten, da leuchten wir. Das wäre doch eigentlich auch ein tolles Lied zur aktuellen Situation. Insofern finde ich, diese ganzen schönen Martinslieder passen wirklich unglaublich gut in diese Zeit. Haben alle mit viel Licht zu tun. Genau. Seid ihr so? Nö, es geht halt. Hört ihr die Gitarre? Franziska! Da wird jetzt das gefordert, von dem ich vorhin gesprochen habe. Geduld. Ja, da sind Lichter. Oh, habt ihr irgendwas dabei? Wir könnten spontan hier so eine kleine Lichteraktion stattfinden lassen. Wisst ihr noch in Berlin? Das war doch gigantisch, oder? Ja, komm, Mohat und auf dem Marktplatz
kleine Lichterversammlung. Das wäre doch super. Scheißtechnik, ne? Ich kann dich hier mit dem Mikro verstecken. Komm, wir machen hier die super Info. So, ja. Pass mal auf, wir machen jetzt voll die coole Nummer. Wir machen das so. Ich mach das hier unten und dann machst du das so da. Das kriegen wir hin. Yes. Na. Es gab eine Zeit. Wie die Vögel und
Durchsagen, sagte Irina. So, genau, also dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich, fand ich ein toller Satz. Von Aristoteles habe ich noch, wenn auf Erden die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich. Da sind wir uns wohl einer Meinung. So, jetzt kommen noch Durchsagen von der Irina oder von wem? Gudrun Neubauer, Schwäbisch Hall, will noch was sagen, genau. Und ja, die Andrea von Schondorf, die habe ich fast vergessen, die kommt auch noch. Hallo ihr Lieben, ich möchte jetzt gerne noch eine Durchsage machen. Wir haben vor ungefähr 2 Wochen mit Querdenken Schwäbisch Hall gestartet. Und wir sind ein riesengroßes Team. Wir waren in 0,200 Leute und haben ein wunderbares Organisationsteam. Und wir sind unglaublich schwäbisch fleißig. Und die erste Aktion startet am kommenden Samstag, am 31. Oktober. Wir machen einen Demonstrationsspaziergang und starten um 10 Uhr am Marktplatz an der großen Kirche, an der Stelle, wo normalerweise die Freilichtspiele stattfinden. Treffen wir uns am Samstag um 10 Uhr und laden euch alle ganz herzlich ein dazu. Vielen Dank. Ja, und ich möchte euch ganz herzlich nach Schondorf einladen, am kommenden Freitag ab 17 Uhr auf dem oberen Marktplatz. Und wir freuen uns, wenn ihr alle zu uns kommt. Und danke an Mohart, es war eine wunderbare Veranstaltung. Und geht hinaus und vermehret euch. Ja, und für die, die es wissen, ich habe mal wieder Kartoffeln dabei von den Biobauern hier aus der Gegend. Kommt einfach jetzt nach der Veranstaltung zu mir. Also, schönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Und jetzt ist tatsächlich unsere Versammlung ist zu Ende. Also nächsten Sonntag in Ludwigsburg ist der Michael Ballweg auch unterwegs, wurde gerade gesagt. So, und für Mohart ist die Versammlung jetzt beendet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich da wart, uns alle unterstützt habt und Mut einander gibt und auch den anderen Menschen da draußen die Möglichkeit gibt, mehr zu erfahren, als in der Zeitung steht oder im Fernseher ist. Danke an euch, ihr lieben Herzensmenschen. Applaus